Ja, hallo und herzlich willkommen hier zum Part 2 von DLPTV. Ja, ich habe mein kleines Schlossgespenst dabei. Hallo Daniel. Hallo. Ja, ich hoffe, dass es jetzt mal funktioniert. Die Part haben wir jetzt fast 5-mal aufnehmen müssen. So, wir werden heute mal gucken, was wir so Schönes finden. Was wir überhaupt finden. Ich glaube, mir ist nämlich was aufgefallen. Ich weiß jetzt nicht, ob das der Part ist. Schauen wir mal. Uns erwartet. Natürlich nicht so wie geplant. LOL. So, wir müssen jetzt mal sehen, wo wir jetzt hier weiterkommen. Ja, wir hatten den Port nämlich immer aufgenommen. Aber der Ton war nicht da. Jetzt weiß ich nämlich nicht mehr, was ich suchen muss. Der Geist hat den Ton geklaut. Aber zumindest seid ihr jetzt schon da und wir werden mal sehen, was so Schönes heute hier passiert. Hier ist zu. Hier ist auf. Da ist wieder zu. Ja, Licht machen wir natürlich an. Auch wenn jetzt noch Tag ist, aber... Wir müssen Schlüssel suchen. Wie so oft. Ja, schauen wir mal, ob wir die Schlüssel noch zusammenfinden. Zwei Schlüssel haben wir gefunden. Wo die jetzt hingehören, müssen wir jetzt austesten. Ja, die Batterien machen wir nochmal mit. Wird nämlich immer so dunkel hier in diesem Gewölbe. Ja, auf jeden Fall fangen die Geräusche schon wieder mehr an, lauter zu werden. Da ist ein Schlüssel. So, jetzt gucken wir nochmal hier unten gleich, ob hier irgendjemand passt. Hier war nichts. Oha, oha, oha. Ich bin das kleine Schlossgespenst. So, hier war auch nichts. Also gehen wir jetzt mal hoch hier. Ich habe doch hier Licht angemacht, oder? Na, schauen wir, sind oben erwartet. Ja, das Licht. Oh, Geisterstunde, kommt gleich. Jetzt ja. Das Licht an. So, hier ist auch noch zu. Ah, der Schlüssel passt schon mal. Hallo? Hallo? Ah! Und wieder ein Schlüssel. Und ja. Wie in jedem Raum so eine hässliche Uhr. Die Zeit lebt. Dann beeilen wir uns mal. Ja, diese Kamera. Ja, nichts. Das ist auch noch zu. Ja, drei Schlüssel haben wir. Muss ja jetzt irgendwo passen. Und da macht's doch. Ja, 12 Uhr. Die Dinger sind voll Tisch, ich will sie nicht angucken. Wer weiß, wer uns da beobachtet. Durch diese... Kann nicht gut sein. Engelsteile. So. Ist zu. Ist offen. Die Bücher liegen im Regal. Soll es auch anders sein? Ja, dann müssen wir jetzt mal weiter gucken. Ah! Oh oh. Schauen wir mal, was hier so Schönes ist. Guck mal, gerade war es noch um 12, jetzt ist es schon fast um 2. Das sind Feierabendsuhren, glaube ich. So schnell wie die laufen, gehen, wie auch immer. Was sind wir jetzt angekommen hier? Ich glaube, wir wurden schon erwartet. So wie das wir hatten einen schönen Tag am Meer. Nachts wurden wir durch Geräusche im Haus wach. Ich konnte aber nichts entdecken. Tja, das ist schlecht. Ja, diese Geräusche. Da
Tag 3. Und wieder fangen wir schön in diesem Zimmer an mit Spinur. Ja, die muss gemacht werden. Aber komischerweise müssten wir jetzt ja übernachtet haben. Wie es aussieht. So, zwei Schüssel haben wir. Und keine Tür geht auf. Außer die, die wir schon geöffnet haben. Böse, böse. Ich mache jetzt mal Klemmversuch, ne? Ich lasse jetzt mal hier das Licht an. Ja, wir wissen ganz genau, dass wir oben das Licht angemacht haben. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das dann aus ist. So. So. Ich glaube, hier waren wir gerade, ne? Ja, hatten wir schon mal gefunden. Könnte das sein, ja? Ja. Wer weiß. Ob wir vielleicht was übersehen haben. So. Dann werden wir jetzt mal ganz. Es wird von Folge zu Folge schlimmer, kann es sein. Genau, Licht ist noch an, auf jeden Fall. Bis jetzt. Hat noch keiner ausgemacht. Ja. Haben wir hier drin irgendwas vergessen? Sieht nicht so ganz aus. Ja, viel zu vergessen gab es ja nicht. So viel ist nicht in dem Zimmer. Das ist ja jetzt ein bisschen komisch. Wir haben jetzt zwei Schüssel, die hier irgendwo passen müssen. So, wir betrachten jetzt das Licht. Schauen wir nochmal unten rein, überall. Irgendwas haben wir übersehen. Was? Was haben wir vergessen? Mal sehen. Was zu? Das ist die mit dem netten Bild. Aha, da hat uns einer die Tür geklaut. Aha. Auch nicht schlecht. Oha. Ach, Scheiße. Oh, ja. Okay. Fuck, ey. Da kam sie aus dem Nichts und verschwand im Nichts. Zumindest hat sie den Schlüssel da gelassen. Und die Tür. Mal schauen, wo die Schlüssel uns jetzt hinbringt. Hier waren wir drin. So. Jetzt bin ich ja mal gespannt, ob das Licht noch an ist. Schauen wir mal. Die Uhr mit ihrem Geticke und Gonge kann den ganz schön verrückt machen in dem Spiel. Das ist ein. Aber schauen wir mal. Sesam öffnet sich. Ach, hat man schon. Wie schön. Zimmer, glaube ich. Und hier passt kein Schlüssel. Ach, ist das komisch. Das ist ein bisschen verwirrend. Sollten wir noch mal draußen kommen. Ich weiß nicht. Ich weiß, die Batterie bleibt alle bei deiner Lampe. Musik 10.
So, ein Musikzimmer. Ich mache erstmal Licht an, wenn wir die ausmachen. Oder zumindest. Ein Schlüssel. So, die Batterien nehmen wir noch mit hier. Ganz wichtig. Richtig. Bevor wir im Dunkeln stehen. So, und jetzt probiere ich das letzte Zimmer nochmal. Ja! Oha, schauen wir mal, wo wir jetzt hinkommen. Jedenfalls das mal ein Zimmer ohne Uhr. So, wir machen schön langsam. Wir haben Zeit. Ja, zumindest ist das da schon mal der obere Gang. Sieht aus wie der Teufel, ja. Ach, wer weiß, was das zu bedeuten hat. Ja, was ist das wieder hier? Mach mal Licht an. Gestern Nacht haben wir wieder Geräusche gehört. Ich konnte aber wieder nichts finden. Ja, die Sache mit den Geräuschen. Das ist schlecht. Und was passiert jetzt? Ein Ohr. Oh, Tag 4. Dann wird er unten. Also wir werden jetzt theoretisch mal hochgehen. Der Spur weiter folgen. Ob die Türen noch offen sind? Oder vielleicht wieder verschlossen? Man weiß es nicht. Also da hoch, die Türe. Ja. Weil was anderes kommt für mich jetzt nicht in Frage. Ich renne jetzt mal ein bisschen durch, weil der Tag ist ja nicht so lang hier. Jetzt wollen wir mal ein bisschen Batterien sparen können. Verschleißen. Ach, fuck. Ja. Also heißt es weiter suchen. Neue Spuren finden. Ach, fuck. Gab's da noch irgendwo ein Zimmer, was zu war? Ja, ja, ich glaube unten war noch welche. Ein oder zwei. Da haben wir jetzt noch zwei Schlüssel, also dürfte da ja endlich mal was passen. Das wo und? Stell doch mal jemand diese dumme Uhr ab. Ja. Nervig. Oh. Oh, 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 oh. Das Ding gefährlich! Könnte hier das Rätsel sein? Haben wir irgendwie was vergessen? Vielleicht ist da was im Jagdzimmer, wo uns gerade so ein netter Soundeffekt erwartet hat. Oder ist hier was um die Ecke? Man weiß es nicht. Aber scheinbar ist da nicht. Außer Batterien im Regal. So ein netter Geist lässt uns also immer Batterien da. Ich glaube, wenn man eine paar Minütchen steht, sagt er dir eine Info. Mal schauen, ob er uns eine Info gibt. Der nette Geist, der nette Herr, der... Ja, auf jeden Fall wird es jetzt immer dunkler. Ah, es geht ganz schön fix hier. Ja. Jetzt, wenn ich eine Info brauche, gibt er mir gerne. Keine Info. Dann müssen wir selber weiter schauen. Das ist auch was. Hier ist was, ich mag das. Du hast den Geist beim Garraum gestört. Das ist es. Brauchen wir noch einen Schlüssel? Schauen wir mal. Aber wir haben ja zwei Schlüssel, da muss ja irgendwas hier in dem Raum. Braucht aber auch noch eine Tür. Ja. Aber die ist immer noch verschlossen. Ach Gott! Ja. 12 Uhr. Na herrlich.
Batterie ist schon wieder fast leer. So, jetzt haben wir noch zweimal Batterien, zwei Schlüssel. Ja. Jetzt müssen wir aber echt mal sehen, dass wir hier. Keine Ahnung, wie es weitergeht. Vielleicht, wenn wir das letzte Zimmer nochmal gehen. Vielleicht haben wir da irgendwas übersehen. Ja. Er fühlt sich ein bisschen angepisst, kann das sein. Hm. Irgendwie mag der das nicht, was wir betreiben, die Suche nach der Lösung. Tja, was? Das ist komisch! Mann, warum sind denn die ganzen Türen verschlossen? Ja, das ist jetzt guter Rator hier. Das stimmt. Wo geht's weiter? Ja, zumindest haben wir noch zwei Schüssel. Auch für mich. Welche Zimmer? Das ist jetzt eine gute Frage. War ja auch nichts mehr. Da hat es geklingelt. Ist nicht die Frau aus dem Bild? Nein, wir machen die Tür nicht auf. Nein. Oder vielleicht doch. Okay, da haben sie versucht reinzulassen. Weg ist er auf einmal. Abgefuckte Scheiße hier. Was hat die Alte jetzt bewirkt? Warum erschreckt die uns einfach so? Aber warum lockt die uns raus? Kann das vielleicht mit der Türe jetzt zusammenhängen? Mal schauen, wir haben zwei Schlüssel zur Auswahl. Vielleicht hat der einer in diesem netten Garten, der lang keinen Gärtner gesehen hat. Ja, immer schön durchgestreut. Oh Mann. Klingklong hat's gemacht. Wenn der Postmann dreimal schellt, macht er die Tür auf. Nee. Leider nicht. Aber es muss ja zumindest einen Grund haben, dass die uns hier rausholen. Ja, dann heißt es wohl wieder zurücklaufen. Mal schauen, was im Haus so weitergeht. Mein Gott. Hat ich bin schon gerattelt? Vier Tage hier und wir haben nur Schlüssel gefunden. Hier irgendwas rum? Nee, weiß nicht. Ach, wir sind auch selten blöde, oder? Also sie hat uns doch was dagelassen. Nicht nur den riesengroßen Schreck, nein, auch einen Schlüssel. Das war jetzt unsicher, den Schlüssel zu finden, ne? Schauen wir mal, wo der Schlüssel jetzt passt. So, würde ich jetzt gleich mal hochgehen, weil ich habe die Vermutung, dass er oben passt. Was wäre sonst? Ja, passt. Oha. Was erwartet denn jetzt noch Feines?
Also mit der Tür, mit der Sache an der Tür, das wundert mich schon nichts mehr. So, die ist auch zu. Wieder mal eine verschlossene Tür, wieder mal Batterien und ein Schlüssel. Sehr gut. Und wieder komische Geräusche, die nicht so gut sind. Tja, wo kommt das her? Dem, was wir jetzt schon erlebt haben, kann die ja hinter jeder Tür lauern und uns erwarten. Ja, nächstes Zimmer sieht aus wie das Kaminzimmer. Licht angemacht hier. Ja gut, Batterien sparen. Und wieder ein Prägen. Linda war sich sicher, dass einige Möbel gestern noch anders gestanden haben. Ich glaube aber, dass sie es sich nur eingebildet hat. Ja, meine lieben Freunde, da würde ich sagen, war das jetzt der Part 2 und wir werden uns dann in Part 3 wieder mal einen Tag überlebt. Mal schauen, was Tag 5 dann bringt im ersten Part. Richtig. Also wir hören uns auf jeden Fall wieder. Genau, bis zum späteren Zeitpunkt. Ahoi, tschüss.